So, wir backen heute Spitzbuben. Das Rezept habe ich von einer Bekannten bekommen und wir haben die noch nie gemacht. Probieren die heute zum ersten Mal aus und wir schauen einfach mal, wie die werden. Hier per WhatsApp das Rezept. Also wir reden gar nicht viel Meine drum herum. Gurke. Wir brauchen 500 Gramm Mehl. So, 500 Gramm mal Hessebub. Zwei gestrichene Teelöffel Backpulver. Das ist nicht gestrichelt, das ist Ich. gestrichen, das ist gehäuft. Zwei Eier. Machst du's? Ja. Da kann das besser als ich. Prima. Das kann sich sehen lassen. 200 Gramm Zucker. Ja. Nee, das waren noch keine 200 Gramm. Warte mal, das mache ich jetzt mal nach. Jetzt kommt ein Päckchen Vanillinzucker rein. Das kannst du ganz alleine machen. Man sollte die Packung vielleicht öffnen davor. Jetzt müssen wir eine Zitrönsche abreiben, also die Schale einer Zitrone reinreiben. Ich benutze mehr Bio-Zitronen, wasche die aber vorher nochmal kräftig ab. Bup, wir brauchen eine Reibe. Oh, das riecht voll gut und voll frisch zitronig. Herrlich, echt. Sicher. Na, mal gucken. Ja, ein bisschen Yeah. könntest du eigentlich noch. So, King. eine Butter brauchen wir drin. Jawohl, Bub, du gehst gleich ins Bett. Nein, du darfst noch backen. Also, die Butter auf jeden Fall. Die Butter ist drin. Jetzt brauchen wir, ich glaube, gemahlene Haselnüsse. Ich guck mal. Genau, wir brauchen jetzt 150 Gramm gemahlene Haselnüsse. Wir brauchen etwas Rum rein. Da wir sowas nicht hier haben, nehmen wir ein Rum-Aroma. So, ein bisschen von so einem Fläschchen nehmen wir einfach mal mit rein. Nein. So, wir stellen jetzt einen Kneteig her und dann wandert er mal eine Stunde in den Kühlschrank zum kalt werden, damit wir den verarbeiten können. Wir zeigen euch gleich dann nochmal den Teig. Ich habe jetzt einfach mal, keine Ahnung, auf Kneteig Nein, eingestellt zu und dann viel, gucken wir mal. Mama. Ja, wir müssen ein bisschen Geduld haben, Bub. Was ich noch sagen wollte, man braucht für dieses Rezept keinen Thermomix. Ich benutze mein Thermi nur alleine als Knet- bzw. Küchenhilfe in dem Fall. Es ist auch kein Thermomix-Rezept, sondern einfach, ja, ich benutze ihn als Hilfsmittel, aber benötigt ihr nicht. Also es ist nicht notwendig, ein Thermi zu haben für das Rezept. Hier haben wir den Teig. Und irgendwie sieht er ein bisschen sonderbar aus. Aber ich glaube, das ist wegen der gemahlenen Haselnüsse, diese komische Farbe. Ja, der muss jetzt eine Stunde in den Kühlschrank, damit er fest wird. Und wir den Teig natürlich auch zu Kekse verarbeiten können. Sorle, jetzt machen wir noch, warte, wir machen am besten noch ein bisschen Folie drum und dann geht es ab in den Kühlschrank. Jetzt habe ich schon meinen staatlich geprüften Aussteller. Der macht jetzt wunderbar. Am besten noch einen zweiten. Und die werden nämlich aufeinander geklebt mit eigentlich Johannisbeermarmelade dazwischen. Ja, sehr brav. Aber ja, die haben wir nicht. Wir nehmen Sauerkirschmarmelade. Der Teig sieht irgendwie komisch aus. Guck mal. Irgendwie, keine Ahnung, liegt das am Thermomix? Dass da so viel Butter irgendwie Fett unten ist. Die Konsistenz allerdings ist ganz gut zum Ausrollen. Jo, also die Konsistenz vom Teig. Oder nicht der Spiegel, ist aber nach wie vor gut. Also kann man nichts Gute sagen, ja. Aber wahrscheinlich durch die Butter und das durch die Haselnüsse, die geriebenen, ist es halt ein bisschen fettiger geworden. Keine Ahnung. Das ist runtergelaufen, aber der Teig ist gut. Na, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Ne? Sieht gut aus. Jetzt wandert es erstmal in den Ofen. Das erste Blech ist fertig. Du brauchst die Herzen nicht ständig hin und her zu schieben. Die fühlen sich auch so wohl. Die fertigen können sich echt sehen lassen. Die sind total kross geworden. Jetzt sollten die mit Marmelade bestrichen werden, nochmal in Puderzucker gewendet, dann wären die fertig. Allerdings, also man sollte dafür Johannisbeermarmelade nehmen, habe ich nicht bekommen. Ich nehme jetzt mal Sauerkirsch, mal gucken, ob das auch schmeckt. Jetzt habe ich hier mal die Sauerkirschmarmelade draufgegeben. So schaut es dann aus. Und dann sollte es hier in dieser Vanillinzuckermasse gewendet werden. Und das machen wir jetzt mal. Kann sich sehen lassen und ist bestimmt hammerlecker. Lecker. Doch, glaube ich schon. Hier sind dann die Plätzchen. Belegt mit Sauerkirschchili und einer Puderzuckerschicht.
Aber jetzt habe ich mal was anderes ausprobiert und Leute, das ist der Burner. Ich finde das super lecker. Ich habe jetzt mal die Kekse, da stehen sie noch, in so eine Puderzucker-Zimt-Mischung jetzt gewälzt, weil mir leider das Vanillinzucker eingegangen ist. Und habe das mal probiert. Wow, das ist der Burner. Die schmecken so genial mit dieser Zucker-Zimt-Schicht. Das ist echt der Reißer. Noch besser als mit Marmelade. Also, ja, dann sind es keine Spitzbüble. Dann sind es Zimt-Haselnusskekse. Lecker.